Im Rahmen Ihrer Vertiefungsarbeit im letzten Ausbildungsjahr zum Landmaschinenmechaniker am Berufsbildungszentrum IDM Thun beschlossen die Simmentaler Dominik Bringold, Benjamin von Simmental und Serge Biermann, eine vorhandene Husqvarna-Spaltmaschine mit einem selbstgebauten Bündelgerät zu verbinden und am Traktor angehängt für mobile Einsätze bereitzustellen. Ihnen zur Seite stand Dominiks Vater Walter Bringold, Landwirt, der einerseits als Geldgeber fungierte und andererseits mehrere wichtige Kriterien wie Einhaltung der Transportbreite und hydraulische Vorspannung einbrachte. Gebaut wurde ein ausziehbarer Grundrahmen, an den die vorhandene Spaltmaschine auf der linken Seite und das Bündelgerät auf der rechten Seite angehängt wurden. Besonders stolz sind die drei auf ihre Eigenkonstruktion eines Bundspannsystems mit einem liegenden Hydraulikzylinder, die sie an den Korb des Bündlers schweißten. Der Zweck des liegenden Zylinders beim Bindesystem liegt darin, dass die wirkenden Kräfte durch die Umlenkrollen auf den zu bindenden Bund übertragen werden und dadurch der Bündler selbst entlastet wird. Zudem wird bei vollem Hub des Zylinders das Seil im Umfang um die doppelte Länge des Hubs verkürzt. Die Belastung auf den Bündler und auch die Einbaubreite sind dadurch drastisch verkleinert. Mit seinem Gewicht von 750 Kilogramm ist der Holzspaltbündler erstens leicht und ausreichend stark, zweitens ist nur noch ein Fahrzeug notwendig anstelle von zwei für Spalter und Bündler. Und drittens wird durch die vereinfachte Produktion von Stehrbünden das Betreiben von Stückholzheizungen gefördert.